So, was geht, Börnischer Nation? Mein Name lautet Danny Börnisch. Willkommen zu einem neuen Video von mir und zu einem neuen Road to Commander hier in Modern Warfare 2. Mittlerweile sind wir ja schon mit dem Road to Commander in Black Ops 2 fertig geworden. Deswegen geht jetzt weiter in MW2. Und irgendwas an diesem Video ist anders. Nur ich kann mir nicht erklären, was. Und es ist so verdammt ungewohnt. Ich komme darauf einfach nicht klar. Ja, also ich denke, für die Leute, die meine Videos schauen, die wissen ja jetzt, ich habe jetzt irgendwie in diesem Video keine Cam an, was ziemlich merkwürdig ist, weil ich normalerweise immer in meinen Videos eine Cam habe. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie Gänsehaut ein bisschen, weil es sich wirklich komisch anfühlt. Ich meine, meine Cam steht da einfach. Das habe ich schon seit mindestens 3 oder 4 Jahren, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, habe ich mich immer in einem Video mit Cam gefilmt. Und ich weiß, für einige ist es wahrscheinlich ziemlich normal so ohne Cam. Für mich allerdings ist es so eine Art, es ist was vollkommen anderes. Ich meine, das, was jetzt der Fall ist, ich konzentriere mich mehr auf meine Stimme und nicht mehr so wirklich auf die Facecam, obwohl ich das ja sowieso nie tue. Aber ich glaube, ich konzentriere mich einfach mehr auf meine Stimme. Und aufs Gameplay konzentriere ich mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Ich kann mir das gar nicht erklären. Für die Leute, denen das auf jeden Fall nicht gefällt, die müssen sich keine Sorgen machen. Ich könnte mir niemals Videos ohne Cam vorstellen. Außer vielleicht irgendwann, wenn ich mich gar nicht danach fühlen sollte. Aber ich kann es mir ernsthaft nicht vorstellen, dass ich mich gar nicht danach fühlen sollte. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie das für euch so ist, so ein Video von mir zu sehen ohne Cam. Weil ich habe es ja auch bei anderen YouTubern so gesehen. Also auch andere Call of Duty-Leute, die machen nur Videos ohne Cam. Das kann ich so gar nicht nachvollziehen, dass man Videos ohne Cam machen kann. Da dachte ich mir, okay, ich mache auch mal ein Video ohne Cam. Und ja, ich denke, hier ist keiner. Wir werden mal eine neue Lobby suchen. Und hoffen wir mal, dass wir ein gutes Gameplay spielen werden. Ja. Oh, Trailer Park. Ich liebe diese Map. So geil, Alter. Aber ich denke, das müssen die meisten von mir wissen. Ich überlege auch mal, welche Waffe wir spielen werden. Aber hier, ich komme noch nicht drauf klar. Wieso ist die Cam nicht an? Alter Schwede, das ist so merkwürdig. Ich fühle mich gerade richtig. Ich weiß nicht mal, ob ich das uploaden soll. Ich glaube, ich werde nie wieder ein Video ohne Cam machen. Ich denke, das wird mein letztes sein. Eieiei. Aber wisst ihr was? Es geht mir auf den Pisse, Alter. Wieso finde ich keine Lobbys? Eigentlich suche ich nicht so gerne nach. Vielleicht vor allem Lobbys. Weil, ich kein Ninja habe, leider. Aber beim Astro auf. Ja, what the fuck? Ich finde keine Lobbys. Übrigens, wenn ich keine Lobbys finde, wenn sowas mal passieren sollte, was bei COD Ghosts ja eigentlich quasi üblich ist für den ganzen Tag, dass man keine Lobbys findet, beziehungsweise nur immer in dieselben Lobbys kommt. So in... Komm schon, gib mir eine Lobby! Nein! Nicht nur 2 Leute, ich will eine vernünftige Lobby finden. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich will nicht 2 Jahre hier warten. Oh Jesus, wie ich das hasse. Oh mein Gott! Wisst ihr was? Ich schneide einfach dahin, bis gleich. Wow! Wow, danke. Danke, dass ich eine Lobby gefunden habe. Also, sorry, aber ich habe das Gefühl, im Moment spielt das Spiel wirklich keiner. Ich denke auch, normalerweise spiele ich ja meistens gegen Amerikaner. Okay, dann lass uns loslegen. Ich kann nicht, sorry, ich muss gestern lachen, Alter. Das ist so merkwürdig. Ich kann so nicht spielen, Alter, ohne Cam. Das geht einfach nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren auf das Gameplay. Das ist so... Ihr versteht das einfach nicht. Ich wette, das verstehen viele Leute gar nicht, wieso ich so komisch reagiere. Aber ich komme, ich weiß nicht, aber es fehlt einfach irgendwas. So die Liebe hinter meinen Videos. Ich kann echt nicht nachvollziehen, wie Menschen so Videos ohne machen können. Aber ich schätze mal, das ist für manche Leute normal. Da oben ist einer. Da oben, ganz oben. Oh nein, der ist tot. Okay, alles klar. Oh, das Spiel ist vorbei. Ja, wow. Läuft bei uns. Ich denke, wir machen noch 2 Gameplays, weil das war ziemlich wenig. Außerdem, das mit dem Cut tut mir immer leid. Ich will eigentlich ungern cutten hier im Road to Commander. Aber ich habe das Gefühl, um diese Uhrzeit spielt das Spiel einfach keiner mehr. Vor allem, es ist gerade 12.25 Uhr. Und ja, ich bin um 7 Uhr aufgestanden und bin dann um 12 Uhr nach Hause gekommen. Und dort habe ich dann Xbox angemacht und wie immer, ja, gespielt. Wie mein Leben lang gespielt. Bis ich kein Leben mehr habe. Aber das haben wir Zocker sowieso nicht, ne? Genau. Ich müsste mich mal übrigens wieder nach ein paar Wochen duschen. Das wäre auch eine gute Idee. Yay, Hauswechsel. Hoffentlich werde ich Haus. Und Favela, bitte wechselt sie nicht. Mal sehen, ob wir neue Abschussserien bekommen können. Ich überlege gerade, was ich holen soll. Holographisches Visier für die Farmers ist übrigens auch richtig. Ah! Nice!
Tar ist geil, Alter. Ich mag Tar. Bist du glücklich, wenn ich die Tar habe? So, Secondary nehmen wir auch mal an. G18 Akimbo, richtig OP, diese Scheißwaffe. Aber wir nehmen erstmal die P90, weil G18 ist mir zu noobig. Zu noobig. Sorry, ich bin ein bisschen heiser im Moment. Fingerfertigkeit, Feuerkraft. Und komm an, dein Spaß, ruhige Hand. Übrigens stört da so ein behindertes Perk. Also bitte nimm das nicht, genau, Schmerzmittel. Aber ich denke, die Todesserie sollten wir nicht bekommen. Und endlich haben wir eine vernünftige Lobby, wo kaum eine rausgeht. Das ist wenigstens schon etwas Gutes. Mal sehen, was wir dieses Mal erreichen können. Und wenn wir noch eine Killstreak freischalten können, können wir die Harrier, die AC-130 oder Hubschrauberschütze, den ich allerdings sehr selten nur benutzt habe, und die Atombombe benutzen. Und dann werden wir wahrscheinlich für den Rest des Road to Commanders eigentlich fast nur auf Atombombe spielen, schätze ich mal. Außer im Frei für alle, da wahrscheinlich nicht immer, aber sonst fast immer, denke ich. Okay, los geht's. Und ja, endlich sind wir jetzt mittlerweile auch schon mit dem Road to Commander hier in Black Ops 2 fertig. Ist auch saugeil, dass wir das durchgezogen haben. Ich denke, das zeigt auch ein paar Leuten, dass ich das auch wirklich ernst meine. Und da ist einer drin, das kann ich euch jetzt schon... What the fuck? Willst du mich verarschen? Motherfuck, ich mach mal den Sound lauter. Geh mir auf die Pisse, Alter. Das Ding ist, ich höre meine eigenen Schritte, wisst ihr? Wow! Geht mir... Oh, ich kann im Moment gar nicht spielen. Sorry, ich muss mich ein bisschen wieder an, COD MW2 gewinnen. Gewöhnen, genau, gewinnen. Ich gewinne auch hier immer beim Lotto. Weil nach so einer langen Zeit, nachdem man Black Ops 2 gespielt hat, es ist halt nicht so einfach, sich wieder reinzukommen, habe ich so das Gefühl. Nein! Jesus, langsam ist echt gut, Mann. Mann, Alter. Also das ist behindert. Ich komme einfach nicht mehr rein, vor allem ich höre meine Schritte die ganze Zeit. Das Ding ist, dieses Headset ist einfach so gut, dass ich meine Schritte selber so richtig gut höre. Meine Schritte höre ich selber. Deswegen ist Ninja bei einem Headset wie diesem eigentlich eine Pflicht. Gib mir die Ska. Genau, danke. Du bist der Beste, ich bin so glücklich. Oh, was zum Teufel? Jesus, alter Schwede. Ein paar Leute werden auch traurig sein, dass sie gar nicht mal Reaktionen miterleben können. Jesus, Aiming, wo bist du? Ich vermisse dich. Oh mein Gott, wer ist gestorben? Komm her, du Bastard. Wo bist du, Motherfucker? So, Semtex da oben drauf. Acker, nice. Lass mich die mal nehmen, weil wir die sowieso zum Schluss nur bekommen werden. Was so traurig ist, weil ich würde so gerne die AK mehr spielen. Tut mir leid fürs Gameplay gerade. Aber ich bin tatsächlich schlecht in dem Moment. 4 zu 4, so schlecht war ich noch nie. Mein Gott! Oh Jesus, ich komme mir vor wie Elotrix, Alter. Oh, so ohne Cam und mit dem Rumgeschreie. Ah. Dabei bin ich doch eigentlich ein total fröhlicher Mensch und... Nein! Oh Gott! Bitte nicht! Oh mein Gott! Eigentlich so ohne Cam legt man da mehr Wert aufs Gameplay so, aber ich kann... Nein! Nein! Das ist langsam bis ich... Oh mein... Okay, stopp! Ich kann dieses Spiel nicht mehr spielen, das ist so anders als Black Ops 2. Oh Gott! Oh mein Gott, mein Herz klopft. Ich habe keinen Bock mehr mit Cam. Dann gebe es wenigstens einen Ausgleich. In dein Gesicht, du Bastard, Alter. Da unten ist einer. Stirb, du Bastard. Stirb, stirb, stirb. Ey, ich hasse es. Meine Teammates haben die Kills gar nicht verdient. Also Leute, ich bin eigentlich nicht der, der so rumschreit, ne? Aber bei sowas, da werde ich auch echt sauer, Alter. Nein! Langsam ist es in Ordnung! Ich war... Mann, was ist das? Verpisst euch, Alter! Niemals! Nein! Ich komme wieder in dieselbe Lobby sonst. Wehe, ich komme in dieselbe Lobby. Wehe! Sorry, Leute, aber das ging gar nicht. Ich habe mich einfach... Ich weiß nicht, Alter, was los war. Ich denke einfach, nach dieser Zeit... Ich weiß nicht, wenn ich zwei Road to Commanders am Laufen habe... Ja! Ne, ja! Was für ein Glück, Alter. Es spielen doch noch andere Menschen. Nachdem ich so zwei Road to Commanders... Also wenn ich Black Ops 2 spiele und dann auf einmal zu MW2 gehe, das ist so eine andere Welt irgendwie. Auch die Empfindlichkeit, ich kann gar nicht mehr zielen. Dabei ist es ja gar keine Ausrede mehr, das ist einfach nur die Wahrheit.
Ich werde mal die Empfindlichkeit ein bisschen. Ja, ist auf 4. Die lass uns mal. Ja, ist eigentlich perfekt auf 4. Eigentlich gibt es da keine Ausreden. Ich kann einfach nicht so, keine Ahnung. Drogen nehmen. Nee, das kann ich. Ich verwechsel ja die Sachen immer. Eigentlich hätte ich gar keinen. Naja. Notpunktvisier für diese Waffe ist ultra, ultra scheiße. Tut mir echt leid. So, du Bastard, ganz ehrlich. Da kommt einer runter. Von links und von rechts. Verpiss dich, du. Oh mein Gott. Mein Herz. Mein Herz ist schmerzt. Haha, das hat sich gereimt. Bester Reim ever. Also mir so leid, ne? Aber irgendwie ist es auch echt komisch in dem Moment, so auch mit diesem ohne Cam. Und ich weiß, das ist eigentlich kein Grund, aber für mich in dem Moment irgendwie schon, weil. Ja, schau ich dir mal die befinderten Wichser an. Ich kann einfach so nicht spielen. Motherfucker Camper, Alter. Oh, ich will euch das gar nicht zeigen, um ehrlich zu sein. Bitte seht es einfach nur als. Als ganz normales Test an. Ganz normalen Test an. Für. Wie es aussehen würde, wenn ich keine Cam hätte. Und nicht als gutes Gameplay-Video. Nein, 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 bitte nicht. Jesus, diese Teile, dieses Ding ist. Jesus, was geht hier ab, Alter? Oh mein Gott, ich konzentriere mich gerade ein bisschen stärker, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß gar nicht, von wo die gerade kommen. So. Ja, von hier. Also, das ist so das Ding, wenn man die Gegner so richtig geil hört, Alter. Ich habe den schon von, 200.000 Metern gehört. Nein, okay, das vielleicht nicht, aber so ähnlich auf jeden Fall. So, da ist der nächste. Komm, kann ich ihn killen? Okay, gib mir die Scheiße. Wisst ihr was? Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Nein, 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 bitte töte mich nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Ich wollte eigentlich die Tube rausholen. Ey, du Bastard, von wo hat der Missgeburt eine Harrier, Alter? Von wo hat die Missgeburt? Habe ich doch der Missgeburt gesagt? Ja, ne? Jesus, ich nehm Drogen, Alter. Haha, daneben. No! Oh mein Gott, mein Herz. Es klopft so schnell. Das könnt ihr gar nicht, euch gar nicht vorstellen, wie schnell das überhaupt gerade klopft. Bitte warten. Bitte mal, Harrier, mach ein paar Kills. Ja. Payflow nie rausholen, wenn Harrier in der Luft ist. Ich erzähle das jetzt für die Leute, die keine Ahnung von dem Game haben. Oh, wow, der beste Spieler ever. Das war der beste Spieler ever, den wir da gesehen haben. Oh, dieses scheiß Harrier, von wo? Das war wahrscheinlich der Camper. Da kriegt wahrscheinlich gleich einen Hubschrauberschützen und ich bin immer derjenige, der keinen Bock hat, die wegzuschießen, die gegnerischen Killstreaks. Okay, die befinden sich gerade alle hier, alle campen ja gerade wie Missgeburten. Aber ist nicht schlimm. Das sind ja auch Missgeburten, also dürfen sie das. Was macht der da? Der macht Picknick. Du behinderter Picknick-Wichser, Alter. Tot, tot. Nein! Oh mein Gott! Ich war so wütend auf den Sniper, dass ich die anderen Gegner vergessen habe. Können wir noch einen Payflow bekommen? Ich würde gerne, aber die campen jetzt extrem rum. Aber die spawnen, ja. Sehr gut gemacht, Teammate. Ich bin so glücklich, Danny, dass du mich magst. Ja, solltest du auch lieber, Bitch. Oh, verdammt. Ah, da hinten und überall, Alter. Wie, was ist mit den Spawns los? Mein ganzes gesamtes Team ist dort und wir spawnen. War das jetzt der. Ne, das war ich, okay. Manchmal verwechsel ich die Kills mit den. So. Ich gehe mal von der anderen Seite lang. Um die Motherfucker ein bisschen zu belästigen. Ich werde übrigens die Parts ein bisschen länger für euch machen. Weil das Road to Commander. Ich will's nicht. Ich will's langsam. Oh, die ist geil. Ich liebe die Waffe. Ich mag die richtig gerne, obwohl es eine der ersten ist. Was ich sagen wollte, ich will das Road to Commander nicht so schnell wie möglich irgendwie zu Ende bringen oder sowas. Nicht, bitte versteht mich da nicht falsch. Aber es dauert schon ein bisschen zu lange, wenn man sich zu lange Zeit lässt, wenn ihr versteht. Und außerdem habe ich noch andere Projekte vor. Oh, Jesus! Komm, gib mir die Predator. Außerdem will ich auch noch
Nachdem ich die Road to Commanders gemacht habe, fragen sich einige, was danach kommen könnte. Oh, nice. Das war zwar mehr Glück als Verstand, aber okay. Okay, mehr ein Triple Kill oder sowas, keine Ahnung. Nice. Fragen sich einige Leute, was ich machen werde, nachdem ich mit dem Road to Commander fertig bin. Ich werde auf jeden Fall Drogen nehmen. Und dann werde ich erstmal eine Runde kiffen. Oh, Jesus! Mein Gott, das ist ohne Cam, so, wisst ihr? So, keine Ahnung, es ist so anders. Ich kann mich mehr konzentrieren. Aber trotzdem, also... Oh, Jesus! Ah, mein Herz, sorry. Ah, mein Nachbarn denken, ich bin bescheuert, Alter. Ohne Scheiß, so laut, wie ich rumschreie, das tut mir wirklich, wirklich leid. Oh, ja, P90. Ohne Scheiß, ich schreie wirklich laut rum. Also richtig laut. Puh. Okay, bisschen... meine Stimme. Okay, alles wieder gut. Ich denke, wir suchen uns jetzt eine coole Waffe aus, damit wir damit eher spielen können. Und nein, ich möchte nicht snipen, weil ich will die Gegner nicht zerstören. So, deswegen warten wir erstmal auf die... Oh, die, das wird geil. ACR, erster Level 48 leider. Und wann haben wir die... Die AK... Oh, ich kann gar nicht mehr reden. Sorry, Leute, meine Stimme. Die AK ist immer... Die besten Waffen kommen immer zum Schluss. Das nervt mich so. Die Fall. Ich finde, die Fall könnte ich nur persönlich nur benutzen. Mit einem Scuf-Controller. Meine Meinung. Und für die Xbox 360 habe ich leider keinen Scuf-Controller. Bisschen schade, aber ist jetzt auch nicht so wichtig für mich. Ich guck mal kurz was. Ach verdammt, wie viel Level brauchen wir noch? Ein L. Was? 11 Level. Wir brauchen noch 11 Level. Ja, okay, meinetwegen. Ja, da können wir erstmal mit der Zeit, in der Zeit lang erstmal mit dem Payflow weiterspielen. Weil, wenn wir noch 11 Level erreichen, was wir da sowieso tun werden. Und genau, ich vergesse immer, kennt ihr das? Das ist bei mir so oft, ich will irgendwas erzählen, da passiert irgendwas, da vergesse ich, dann erzähle ich einfach nicht mehr weiter. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich erzähle einfach nicht mehr weiter. Ich höre auf zu reden. Auf jeden Fall, genau. Das wollte ich sagen. Oh, Hausmigration, alles klar. Was ich sagen wollte, und zwar, ich will die Parts gerne länger machen. Weil, wie gesagt, ich will das nicht zu lange halten, das Road to Commander. Außerdem, nachdem ich das Road to Commander fertig habe in allen CODs, werde ich normale Live-Commentaries machen. Also ganz normale Live-Commentaries. Und vielleicht auch, wenn ein Live-Commentary richtig schlecht ausgefallen ist, es einfach gar nicht hochladen. Das geht ja bei Live-Commentaries, wisst ihr? Das geht aber nicht bei normalen Commentaries. Ich muss sagen, Favela ist im Moment nicht meine Map. Ich weiß nicht. Ist im Moment einfach nicht meine Map. Oder ein, weiß nicht, irgendwie... Ich fühle mich im Moment nicht so wohl hier drin. Das ist so komisch. Die Connection ist aber geil. Die Connection ist richtig geil. Das gefällt mir richtig geil. Ich hoffe, ein paar Leute schauen mir noch zu. Das ist immer voll cool, wenn ihr mir zuschaut. Da bin ich immer richtig glücklich, wenn ihr mir beim Zocken zuschaut. Das macht ultra Spaß. Hab mir auch überlegt... Nein! Ah, von hinten, schade. Ja, ich habe schon die Schüsse gehört. Deswegen wusste ich, dass ich sterben werde. Und natürlich hacke ich auch. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, habe mir auch überlegt, mal so ein Let's Play auf meinem Danny Jesten-Kanal halt. Ohne Cam zu machen. Weil ich wollte ja Pokémon Let's Playen. Und dann Pokémon mit Cam ist immer so ein... Ja, Motherfucker, Alter, gehen spielen lernen, Alter, du Wichser. So. So, vielen Dank. Oh, da sind so viele. Alter, hoffentlich kommt einer hoch jetzt. Bin jetzt gerade damit beschäftigt. Nein. Ich merke schon, verdammt. Okay, schnell Predator aktivieren. Oh, mein Herz klopft. Mein Herz, es klopft so stark. Ja, Mann. Aktivieren, ich weiß, wo die sind. Ja, gib mir Kills, gib mir die Kills. Oh, verdammt, habe ich Angst. Verdammt, habe ich gerade Angst, Leute. Oh Jesus, du Motherfucker, geh mal pissen. Ich meine, wieso pissen, keine Ahnung. 12:1 habe ich gerade. Nice, jetzt läuft's im Moment. Wahrscheinlich, weil ich aus irgendeinem Grund
konzentriere ich mich nicht so stark auf die Cam. Aber das ist nicht mal annähernd ein Grund, wieso ich jemals mit Cam aufhören würde. Aber wenn halt die Resonanz stimmt, dann würde ich vielleicht nochmal ein Video irgendwann ohne Cam machen. Aber ich denke, das wird erstmal dauern. Weil das bin einfach nicht ich, wisst ihr? Das bin einfach nicht ich, so ohne Cam. Das sind einfach nicht meine Videos, ich bin unzufrieden. Mit diesem Video werde ich unzufrieden sein. Und ich persönlich will mit meinen Videos immer zufrieden sein. Das ist etwas sehr Wichtiges für mich. Wenn ich so eine Minute Videos mache, wie manche Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, aber dann habe ich einfach kein gutes... Ja, der ist der Beste ever. Danke für den Headshot, du missgeboten Fotze. Gibt so ein Wort eigentlich? Weiß nicht. Nein, hinter mir. Jesus. Oh, schade. Ich mag Marmelade. Nein! Fuck. Wisst ihr was? Ich mag Marmelade. Aber ich finde es ultra schade. Sie haben keine Chance. Jesus. Mein Gott. Ich bin zu gut, Alter, für dieses Game. Hier, ihr könnt hochkommen. Ich lade euch alle ein. So, da oben kämpft einer. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Nein! Oh Mann! Wieso? Mann, ich verstehe das manchmal gar nicht. Die Gegner, die schummeln immer so stark. Das ist so richtig merkwürdig. Guck mal, der zum Beispiel, der denkt, er ist unsichtbar auf dem Dach. Aber nein, das bist du nicht! Fotze, Alter. Sorry, ich... Nehmt euch bloß kein Beispiel am Danny, weil der ist ganz böse. Vielleicht können wir noch einen zweiten Paper bekommen, das wäre richtig geil. Muss sagen, es ist... Ich weiß nicht, schon merkwürdig so ohne Cam, aber... Ich versuche jetzt dieses Video das mal zu akzeptieren. Und ihr seht ja auch, ich kann besser zocken. Ja, ja, abgesehen vom ersten Gameplay, aber das war wirklich nur, um reinzukommen. Weil ich halt kalt war und nicht heiß. Okay, die kommen von da. Nee, das sind meine Teammates doch nicht. Ich kann das Story nicht einschätzen gerade, es tut mir so leid. Mein Herz, das brennt wie Stein. Hä? Keine Ahnung. Da. Ja, du bist der Schlauste ever. Ja, oh mein Gott, diese Gegner. Oh, ah, oh, ich erschreckt. Zum Beispiel das hier. Jetzt konntet ihr meine Reaktion gar nicht sehen, wie ich mich erschreckt habe, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Keine Sorge. Das wird auch das letzte Video ohne Cam sein. Aber ich hoffe, so eine Abwechslung, die genießt ihr ab und zu mal. Ich will sowieso mehr Abwechslung in meine Videos bringen. Und mal Sachen machen, die ich eigentlich niemals machen würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre mal eine ganz gute Idee eigentlich, weil... Wenn alles immer gleich bleibt, das wird nach einer Zeit langweilig. Und eher für mich als für euch wahrscheinlich, aber... Das Wichtigste ist, dass mir das Ganze nicht langweilig wird, wenn ihr versteht. Der Typ hat gerade meinen Teammate ermordet. Überall muss Krieg herrschen. Die Leute können sich nicht vertragen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Dabei müsste die Welt eigentlich richtig mit zueinander halten. Das wäre viel schöner. Du bist tot, mein Freund. Was? 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 Oh mein Gott, ich dachte, er stirbt nicht. Ich überlege mir noch danach noch ein Game zu machen, weil ich will die Part ja für euch länger machen, weil ihr meine Videos immer so supportet. Immer liked, kommentiert, favorisiert und abonniert. Genau. So, dann bist du geboren. Ah, du Bastard, Alter. Langsam werde ich richtig heiser, Leute. Langsam werde ich richtig heiser. Ich habe einfach zu laut geschrien und die Connection ist schlechter geworden. Wisst ihr noch, am Anfang, da war es so, dass als ich geschossen habe, die Schüsse auch ankamen. Hier dauert es immer eine Weile. Nein, du Motherfucker, lern zu spielen. 31-8 schon wieder. 8 Tode. Ich versauere mir meine eigenen Gameplays immer und immer wieder. Das ist immer so, immer der Fall. War schon immer so. So, du Bastard. Übrigens, das Problem ist auch, durch das Road to Commander habe ich nicht so wirklich mehr Gameplays. Ich würde gerne Commentaries machen. Aber es ist ja alles live, weil ich halt im Road to Commander spiele, wenn ihr versteht. Oh, das war ein Teammate. Sorry. Kein Ding, Danny, du bist immer willkommen, mich anzuschießen. Alles klar, du bist der Beste, der Zweitbeste ever. Oh yeah! Nein! Mein Herz, es schmerzt! Oh, der ist da.
Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Ich gehe mal jetzt hoch, den meinen kleinen Besuch abstatten, den Bastarden. Verdammt. Nein. Oh, ich wollte... Ja, ja, nein. Ich habe die Predator nicht mehr aktiviert. Scheiße. Jesus, diese Gameplays sind hier ganz in Ordnung. Ich mache voll viele Kills. So, jetzt beim nächsten Gameplay wird's auf jeden Fall, ja, wir machen noch ein einziges Gameplay, aber nur, weil ihr immer so nett seid zu mir und mich nicht immer beleidigt und sagt, wie blöd ich bin und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall vielen Dank am Special-Video übrigens. Das ist voll geil bei euch angekommen, also dieses 2-Stunden-Video. Ja. Wahrscheinlich mache ich sowas auch hier, so den letzten Part mache ich irgendwie so 3 Stunden lang, bis wir halt von Level 65 zu Level 70 gekommen sind oder sowas. Ich habe das Gefühl, hier dauert es auch so ein Road to Commander länger als bei Black Ops 2. Bei Black Ops 2 geht es ja nur bis Level 55. Hier geht es ja auch bis Level 75, nur 70, genau. Genau, Drogen, alles klar. Diese Map ist übrigens auch von COD4. Und ich finde sie ganz in Ordnung. Ich mag sie. Strike. Nur, was mag ich? Dieses Haus da in der Mitte, was ihr da sehen könnt. Ich weiß nicht, wer weiß, was ich meine. Aber das hasse ich, weil da so viele immer campen. Aber ansonsten ist das ganz in Ordnung. Fuck, man. 11 Level. Ich steige gar nicht mehr auf. Schaut euch das mal an, wie lange wir brauchen, Alter, für einen... Ich wünschte, man könnte sehen, wie viel man bekommen hat. Sieht man das irgendwo? Ach, hier, 6000. Okay. Also, wir steigen doch schon ziemlich schnell auf. Ich glaube, es gibt hier zwar mehr Level, aber zum anderen glaube ich auch, dass man schneller aufsteigt. Kann das sein? Das weiß ich leider nicht so ganz. Wenn es jemand weiß, kann er es mir gerne sagen. Dann wäre ich ihm voll dankbar. Das wäre richtig cool. Ich weiß auch gar nicht, was ich in das Thumbnail eigentlich... Oh mein... Das Video dauert nur unnötig länger. Ich weiß auch nicht so wirklich, was ich in das Thumbnail so reinmachen soll, weil... Ja, irgendwie... Eigentlich mache ich ja immer das Gameplay und meine Cam hin. Ich finde, das sind eigentlich so chillige Thumbnails, so. Und nach meiner Erfahrung auch einer der besten, so natürliche Thumbnails. Vor allem auf einem COD-Kanal. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich keine Cam... Was soll ich für ein Thumbnail machen? Keine Ahnung, Alter. Vielleicht nehme ich trotzdem ein Bild von mir rein. Und dann dient es doch mehr als Überraschung, so, dass ich keine Cam habe. Joa. Thumbnails bearbeiten ist echt einer der geilsten Sachen, wenn man YouTuber ist, Leute. Thumbnails, ich weiß nicht, ich verschwende so eine... Was soll ich verschwenden? Das ist so das falsche Wort. So ein falsches Wort, aber ich verbringe schon sehr, sehr viel Zeit damit. Genau, verbringe ist das perfekte Wort. Ja, für Thumbnails verbringe ich sehr, sehr viel Zeit. Naja, nicht unbedingt hier auf Danny Burnage, aber auf Danny Jessen verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit Thumbnails. Im Allgemeinen eigentlich sitze ich eigentlich den ganzen Tag an meinen Videos. So, endlich beginnt das Spiel. Mein Gott, ich hasse es, wenn einer rausgeht und es dann 59 Sekunden länger dauert. Unglaublich, Alter. Unglaublich! Ja. Okay. Team Deathmatch auf Strike. Strike ist eine voll coole Map. Das ist so cool, wenn ich hier drauf jetzt spielen werde. Was wollt ihr sehen? Ja, seid leise, ist mir auch egal, was ihr sehen wollt. Keiner Spaß. Ich liebe eure Muskeln. So. Also, damals, das Einzige, was ich mir jemals vorstellen hätte können, wäre ohne Cam ein normales Commentary. Aber ein Live-Commentary ohne Cam. Oh, nice. Nein. Es laggt. Glaube ich zumindest. Gott, ich schwitze, aber das Wetter ist so unangenehm. Nein, was? Oh, was für ein Motherfucker, Alter. Oh, langsam werde ich heiß. Ich kann mir vorstellen, dass ich meine Stimme verlieren werde. Ist eigentlich die perfekte Map für die Farmers. Was macht der da? Aber ich muss sagen, weil ich mit der Farmers spiele, da muss ich die Map besser kennen. Um ganz, ganz ehrlich zu sein. Ja, du Bastard. Nicht mit mir. Den habe ich gehört, meine Freunde. Ich fand das voll cool, wenn ihr meine Freunde seid. Weil dann habe ich Freunde. So, der kommt jetzt. Der guckt wahrscheinlich hier wieder raus. Oder auch nicht. Der Typ ist da in diesem Haus. Der macht mir Angst irgendwie. Ja, okay. Der wurde eliminiert. Oh mein Gott. Nein! Oh, ich hasse... Ich kann... Guck mal, ohne Scuff, ne? Ich weiß nicht, wie... Ich kann nicht messern. Ich messer nie. Nie.
Boah, mein Aiming ist auch nicht mehr das, was es mal war, Alter. Nein! Was machen die da? Was zum Teufel? Mit einer Claymore, du Bastard! Lern spielen, du Missgeburt, Alter! Los, Simtik, flieg! Ja, wow! All planned, Bitches, all planned. Alles geplant. Das wollte ich. Das war eine Überraschung. Ja, töte mich bitte damit. Das war voll cool. Ja, bitte töte mich. Ich warte hier. Danke. Was für Umstände er sich macht, um einen Kill zu bekommen. Nice, Alter. Nice gemacht. Ich habe mich extra töten lassen, aus Mitleid. Damit der Bastard auch einen Kill bekommt. Seht ihr, ich habe sogar Mitgefühl für Bastarde. Das ist doch schon mal eine gute Seite an mir. Wenn man so bedenkt, ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe schon vergessen, was Bastard genau heißt. Aber jede Beschimpfung quasi hat seine eigene Bedeutung. Hurensohn, das ist ja was ganz Normales so. Der Sohn einer halt Hure, ne? Also da beleidigt man eher die Mutter. Das mögen halt viele nicht, deswegen ist es halt... Ja, wer mag das schon, ne? deswegen ist es halt eine Beleidigung. Bei Bastard ist es so eine komische Beleidigung. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das genau was... Bastard bedeutet eigentlich, dass... Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ich kann nicht garantieren, dass es richtig ist, was ich hier sagen werde. Bastard bedeutet hier eigentlich, dass... Ich Drogen nehme, nee. Dass ihr geboren seid, obwohl eure Eltern nicht geheiratet haben. Man ist ein Bastard, wenn die Eltern nicht geheiratet haben. Das habe ich mal gehört. Und dann quasi das Kind gezeugt haben. Aber irgendwie so ähnlich war das. Oder es war ganz genau so. Ich weiß aber nicht mehr. Was gibt's noch für Schimpfwörter? Dulli. Dulli ist eher so eine, was man eher zu seinen Freunden sagt, wenn die mal einfach Dullis sind. So ist zum Beispiel auch hier in Hannover, wo ich lebe, ziemlich begehrt das Wort. Wir feiern das Wort auch jährlich in einem Fest. Wir nennen den Dulli-Tag. Der wird gefeiert. Und dann feiern wir das Wort Dulli, weil es einfach so ein, das ist so eine Art Schimpfwort, was man sagen kann, wisst ihr? Was man sagen kann. Wo sind die Gegner? Was gibt's noch wohl so für Schimpfwörter? Fotze. Ja, damit sagt man halt dem Menschen, dass er eine Muschi hat. Und Frauen sehen das ja als Beleidigung. Genau, Schlampe ist ja auch eine Beleidigung. Weil man quasi den Körper verkauft für Geld. Und... Ja, es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt mehr Beleidigungen für Frauen als für Männer. Weil man Frauen leichter attackieren kann als Männer, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es ist ja wirklich so, die Frauen sind viel empfindlicher, wenn es um Beleidigungen geht. Frauen haben auch allgemein nicht so ja genau, das wollte ich sagen. Nein, Spaß, die... Hier, wie nennt man das? Das ist das Selbstvertrauen, wie Männer. Männer sind halt... Wenn jemand zum Beispiel zu euch sagt, ihr seid hässlich, dann sagt ihr, nein, ich seh cool aus. Oh mein Gott, der Penner! Wisst ihr, ich seh cool aus, sagt ihr dann. Und was eine Frau sagen würde, wäre, ich muss schöner werden, weil die Person hat gesagt, ich bin hässlich. Genau. Der Danny redet mal wieder viel. Ich überlege gerade, ob ich nicht mal eine andere Waffe nehmen sollte. Obwohl die Farmers ja Spaß macht, aber keine Ahnung. Nein! Jesus, der Typ mit seiner Toxic Vipers Hund, Alter, ne? Genau, Hund! Auch eine Beleidigung. Oh, Jesus, was ist alles... Ah, ja, bitte töte mich, das wäre voll cool. Es gibt so bescheuerte... Ja, oh mein, dieser Typ... Das war ja nicht er. Lass mich mal eine andere Waffe nehmen, aus Spaß. Ich habe irgendwie keinen Bock auf die Farmers gerade. Dann gibt es ja noch... Hund. Was ist das für eine Beleidigung? Oder Hundesohn. Also damit beleidigt man quasi den Vater des Menschen. Dass er quasi ein Hund ist. Die Tar ist OP, Alter. Mit Schalldämpfer vor allem. Ich liebe die Waffe. Mit Schalldämpfer ist die so stark, dass man damit Gebäude zerstören kann. Voll cool, die Waffe. Oh, schade. Ich mag voll gern Marmelade. Genau, Hund gibt's ja auch noch. Hundesohn. Kennt ihr noch andere? Beleidigung. Oh, Volltreffer, nice. Bin so glücklich, wenn ich Volltreffer bekomme. Einfach aus dem Grund, weil ich Tarnung freischalten kann, die mir ganz weit helfen werden. Genau.
überlege gerade, was es alles noch so gibt. Ah, es gibt einfach so vieles. Die deutsche Sprache ist so mächtig, dass wir über alles reden können. So, das wird auch übrigens mein letztes Game sein für heute. Weil ich will euch ja nicht länger... Naja, bestimmt einige freuen sich, dass sie mein Gesicht jetzt nicht sehen. Endlich sehe ich sein Gesicht nicht. Dabei bin ich doch gar nicht so hässlich, wie alle immer sagen. So ganz hässlich bin ich nicht. Nur ein bisschen. So, Semtex rüber. Warte, ich bekomme noch einen Kill, Alter. Ja, schade. Ich mag voll gerne Marmelade. Alter, was machen die da? Jesus, nur ein Spiel. Chill doch mal, Alter. Elite Shadows. Ich meine, ja, diese Toxic Viper und diese Elite Shadows, die gehören definitiv zusammen, Alter. Jetzt chill doch mal. Es ist ein Game, Leute. Ach, Jesus. Ich meine... ich persönlich spiele das Spiel, um einfach meine Controller ein bisschen zu bewegen. Und mit dem... mit dem imaginären Charakter hier zu... ja, zu steuern. Das ist doch was Cooles, oder nicht? Stattdessen machen sich die Leute das Leben schwer und... ja, schau, das meine ich so. Wieso? Weißt du, wieso? So, der gibt sich richtig Mühe, so. Was für ein Score? Ah, okay. Was für ein Score habe ich? 22-16, sorry. Aber... ja, im Moment will ich gerne mehr reden. Weil das viel cooler und viel mehr Spaß macht, als so richtig gute Gameplays erstellen. Spielen. Nein! Oh Gott, das kann ich... Jesus, was ist denn das für Penner? Ah. Ja, gut, wenigstens haben wir gewonnen. Dank mir und dem zweiten und dem dritten. Die anderen aus meinem Team waren alle schlecht, aber richtig schlecht. Aber ist ja nicht mir, das ist mal schlecht. Oh Gott, Leute, ich schwitze. Mich pisst mich extrem an, dass ich schwitze. Es tut mir so extrem leid. Ja, ich will nicht schwitzen, Alter. Ja, gut, das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, mal diese Abwechslung, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, was ihr davon hält. Beziehungsweise haltet. Jesus, oh, endlich, Alter. Endlich. Endlich habe ich das Richtige einmal gesagt. Was ihr davon haltet, wenn. Von diesem Video quasi. Dass ich keine Cam dabei hatte. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich. Werde das nie wieder machen, ich denke, oder irgendwann mal vielleicht, aber ich denke erstmal in Zukunft nicht mehr. Oder ab und zu mal als Abwechslung, je nachdem wie es ankommt, kann man ja irgendwann jedes 20. Video mal ohne Cam machen, so Spaß. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Bewertung bei dir nicht vergessen, abonniere jetzt meinen Kanal, um der Destination beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss. Stellt euch einfach vor, wie meine Hand gerade zu Cam geht.